Moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von EEP. Ja, heute wollte ich mich daran machen, dir den Gleisanschluss ein bisschen zu sichern. Das heißt, eine Gleissperre zu installieren und ein Zaun, der einmal um das komplette Werk drum... Mal Werk ist das halt hier nicht, das ist ein... Eine Lagerhalle ist das eher. Als die einmal hier außen rumführt. Das heißt, als erstes wird mal die... werde ich hier mal ein Tor montieren. Das ist nur die Frage, welches bietet sich da eigentlich am besten an, weil da gibt es nämlich auch eins, das kann ich ja mal... zeigen, wie das aussieht. Das ist eigentlich unter anderem müsste das liegen. Ja, aber es sieht dann eigentlich so aus. Das Gleisstück ist ungefähr 4 Meter lang. Das heißt, das würde ich dann auf 46 Meter reduzieren. Um das ja auch ohne Probleme einbauen zu können. Einziges, was jetzt halt störend ist, ist, dass hier halt dieser Höhenversatz ist. Und das ist gerade sehr unpraktisch. Das heißt, hier muss ich wahrscheinlich doch auf dieses Altbewährte vom Ostkreuz zurückgreifen. Wenn er denn mal fertig wird mit Laden. Wäre das oder das hier? Weil hier geht das dann von der Gleishöhe auch eigentlich in Ordnung. Muss ja bloß sehen, wie ich das dann mit der Drehung am besten hinbekomme. Da heißt es eigentlich minus 45, ne? So ragt auch hier nicht ins Dichtraumprofil rein. Und dann ist das auch kein Problem mit dem Zaun. So, und eigentlich müsst ihr auch bald wieder irgendwas fahren. Das irgendwann. Na, gibt es halt schon mal so eine Phase, wo jetzt gerade eben hier nichts kommt. Wo auf der Hauptstrecke Fahrt gegeben ist. Ach ja, da hinten kommt dann ein langsamerer Containerzug. Die Schranken sind auch geschlossen. Also klappt alles. Ich glaube, die Weiche muss ich dann noch anschließen, damit die dann noch umschaltet. So, mache ich mich jetzt aber erstmal an, dass dieser Zaun dann weiter wächst. Nehme ich eigentlich einen Doppelstabzaun. Eigentlich meine bevorzugte Wahl für derartige Bauten. So, dann mache ich den hier nämlich 25 Meter lang. Einmal minus 90. Hier dürften eigentlich 10 Meter ausreichend sein. Also nun kann man das halt noch verlängern, damit halt das Gleis hier etwas länger wird.
Eine Möglichkeit gibt es ja. Dann steuere ich das erstmal hier hin. Dann mal sehen, lasse ich das 20 Meter hier davor enden. Oder ja, ich brauche auch noch eine Firmenzufahrt und das alles. Also und am besten noch ein Verwaltungsgebäude. Das fehlt nämlich auch noch. Gut, dann lasse ich das erstmal hier so. Dann werde ich erstmal von der anderen Seite dann hier weiter bauen, das heißt hier eine 90 rein. Ungefähr hier den. Denn das heißt auf minus 7. Also wenn ich den 100 Meter lang mache, dann dürfte er bei minus 27 liegen. Das sollten eigentlich immer Zahlenwerte sein, die auch bei 15 auch aufhören. Oder überhaupt auf 5 oder 2,5. Und damit klappt das doch eigentlich alles. Hoppala. Dann hoffe ich mal, dass die Zahlenwerte auch dann stimmen. Groben und Ganzen eigentlich grob überschlagen passt. Wie sieht es von außen aus? Von außen ist da so ein großer Versatz zu sehen. Den kopiere ich mir jetzt einfach mal. Das werde ich jetzt so lange dort ranführen, bis das dann auch eigentlich abschließt. Das ist manchmal aus bestimmten Blickwinkeln auch schwer zu erkennen. Und jetzt einfach nur reinkürzen. 2,5 sind eigentlich schon zu wenig. Ne? Da ist ja nämlich dieser Stab da in der Mitte. So, jetzt habe ich es. Fertig. Mal sehen, vielleicht baue ich da noch eine Ampel davor und hier kommt dann noch halt eine Gleissperre hin. Ungefähr hier hin. Immer wieder schön, wenn hier so ein Zug dran vorbeifährt. So, also dann werde ich die Fläche hier. Da baue ich hier nochmal so eine Umrandung dran. Vielleicht eine Art Gehweg. Und baue dann halt hier noch ein größeres Verwaltungsgebäude mit dran. Oder Bürogebäude. Jetzt wollte ich aber erstmal die Gleissperre bauen. Das heißt, Signale, da habe ich die nämlich gleich exakt auf den Koordinaten sitzen.
den ich die auch haben möchte. Wurde verändert, soll die Anlage gespeichert werden? Ja, bitte. Machen wir hier mit Handbetrieb. Ist eigentlich auch zweiseitig? Ja. Ach man. Bin gleich wieder da. Zwei Minuten habe ich das jetzt gekostet. Oh na, DHL halt. War aber auch diesmal wirklich ein Paket, was für uns bestimmt war. Und nicht hier für die halbe Straße. Ist auch immer sowas. Dass hier immer sämtlichste Pakete für die gesamte Nachbarschaft hier landen. So, von zwei Seiten her gesichert. Eventuell halt noch irgendwo. Naja, vielleicht bräuchte man hier noch ein Signal. So ein Vorsignal soll niemals in einem Bereich von einem anderen Signal stehen, das führt immer mal wieder gerne zu Problemen. So, schwebt das hier in der Luft? Ja, es schwebt in der Luft. So ein Mist aber auch. Wohl, nee, da lasse ich mir noch eine andere Lösung einfallen. Gut. Würde ich aber erstmal sagen, was ist erstmal von der heutigen Folge? Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Part von EEP.